Klar, Herr General. I've got good news for you. Your successes in the Danzig Corridor, coupled with von Rundstedt's advances south of you, have virtually encircled the Polish capital of Warsaw. In order to prevent our enemy from establishing a second line, I'm ordering you deep into the Polish interior. Your ultimate objective lies all the way in distant Wlodowa, here on the Bug River. Along the way, our friends in the Luftwaffe have requested you to pacify the eastern outskirts of Warsaw. This airfield here houses the last vestiges of the Polish Air Force, and clearing them out will grant us complete dominance of the skies. Forward elements of 10th Army have secured Pulawi here, but they lack the resources to advance on their own. I suggest reinforcing them if necessary. We don't want the Poles to retake the airfield we're currently holding on to. Good luck, Herr General. So, wir stellen unsere Einheiten zusammen. Erstmal hier. Infanterie. Panzer haben wir ja hier 4 bei der Nord. Ja. Der Aufklärer. Ja, komm. Artillerie passt alles. Ja. So, Artillerie. Müssen wir mal gerade was gucken. Artillerie. Ja, das müssen wir auf jeden Fall ändern, die Reichweite hier. Und was mit dem hier? Hier können wir das noch alles so lassen. Dann kaufen wir uns noch ein Artilleriegeschütz. Also unter 2 bringt ja gar nichts. Dann wäre das hier auch erledigt. Luftwaffe. Da werden wir uns jetzt auch was kaufen. Und zwar ihn hier. So einen brauche ich rein. Kann ich verstehen, dass manche Leute die nicht mögen. 25, dann hat er Stärke 12. Perfekt. Das geht doch hier auch. So. Ja. 10 mehr. Wunderbar. Bei Jäger geht das, glaube ich, nicht. Jetzt müsste es damit 4 machen. Würde mich einen Platz kosten. Wäre aber eine Überlegung, auf 12 zu setzen. 3 Punkte. Aber die 3 Punkte auf hier. Kostet mich das, wenn ich einen Grenadier. Nee, kurz. Den hochsetzen. Machen wir das. So, wir haben noch 3 Punkte. Die Frage ist, was machen wir mit den 3 Punkten? Also Panzer brauche ich keine. Luftwaffe hat sich erledigt. So, die Überlegung ist eine Infanterie, aber ich hätte gern noch eine Storch. Eine Pionierenheit passt. Ja. Storch kostet mich 1 Punkt. Die Infanterie kostet mich 3. Das ist jetzt die Abwägung. Wir könnten sagen, wir machen erstmal eine Kavallerie. Hatten wir auch eine Aufklärungseinheit. ...290, was ist denn der Vorteil gegenüber einer Wehrmacht? Wehrmacht-Infanterie ist besser. Halt nur nicht in Bewegung, ne? Da. 3. Ja, das ist hier so eine Sache. Oder... ...das wäre auch eine Idee. Hey, Punkte. Mit Fahrzeug. 520 kann ich leisten. Mobiler. Das wäre eine Idee. Und das machen wir auch. Ja. Okay. So, wir schicken unsere Pioniereinheiten hierhin. Artillerie hierhin. Du hierhin. Das Gebiet. Du kommst hierhin, der Aufklärer. Jetzt gucken wir dem Aufklärer. Der ist echt schlechter. Oh, okay.
interessant. So, du hier hin. Großteil der Panzer hier hin. Infanterieeinheit. Hier hin. Hier hin. Flakgeschütz. Hier hin. Luftwaffe. Hier hin. Hier unten könnte man auch hinsetzen, aber... Ne, wenn ich das verliere, kann es halt passieren, dass ich dann die nicht mehr einsetzen kann, ne. Panzer hier hin, ja, dann werden wir mit denen halt schnell darüber waschen, das geht ja mit denen. Und was ich sehe ist, ich habe noch einen Platz frei. Ja, wunderbar, dann holen wir uns durch. Ja, dann machen wir das. So, dann go. Ach, schon wieder, ich vergesse immer die Helden, ich kann machen, was ich will. Das klappt einfach nicht. Held. Können wir hier auf Panzer gucken. Oh, schon wieder der gleiche. Das dürfte zu passen. Ja, der ist gut, aber immer wieder die gleichen. Das ist doch echt nicht ernst. Ja. Du hast doppelter Angriff. Ja, komm, dann kriegst du den. Oh, der eine hat keine. Keine Vergeltung. Okay. So. Dann würde ich sagen, jetzt. Wie noch? Gut, dann. Erste Hilfe. Er kriegt. Habe ich irgendeinen Bonus gekriegt, weil ich nicht mitgekriegt habe? Hä? Kommt denn der jetzt her? Ist da irgendein Bonus, was ich nicht. Okay, gut, ich nehme mit gern. Also, wenn ich den kriege, erste Hilfe, kann sein, dass ich irgendwas aktiviert habe, keine Ahnung. Aber gern, wenn man mir so anbietet, warum nicht? Okay. Hat zwar keine Ahnung, wie das sich zusammensetzt, aber ist in Ordnung. So, hierhin, Artillerie. Hier hin und die Pioniere hier hin. Ja. So, die Pack. Ihr bleibt hier. Ich sagen würde. Hier hin und hier hin. So, dann 5. So, du hier drauf. So, dann unser Bomber hier. Okay, komm. Machen wir's. War nicht so schlecht geklappt. Mal hier hin. Tschüss.
sehr schön. 6. Ausrichten. Nein, 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 nein. Ah, oh, verdammt. Nee, kann ich jetzt nichts machen. Wächst hier ab. Könnte man doch was machen. War hier drauf. Hatten die Flak hier für eine Reichweite 3 bestimmt, ne? Übel aus. Ne, 2 nur. Okay, dann kannst du aber hier hin, das geht. Fiesler Stor, schicken wir mal hier hin, dann kann ich zeigen, was hier ist. Okay. Ja. Ja. So. Kann die Infanterie das hier schon mal erledigen? Go. Ja, klar. 3 Schaden. Der hatte Schutz. Ey, das ist nicht dein Ernst. Drauf. So. Der Schaden, der tut jetzt richtig weh, ja. Okay, mach kurz einen zurück noch. Bomber. Reichweite von dir. 3. Schicken wir hier lang. Die schicken wir jetzt auch noch hier lang. Gut. Zack. Auf. Go. Infanterie bleibt da hinten stehen. Wir gehen hier hin. So, lass mal so stehen, das passt. Okay. So, du hier hin.
So. Ei, jupp. Könnten den runterklappen. Kommt er aber hier lang mit Sicherheit. Ja, ja. Okay, wir warten dann lieber noch. Warten dich. Bleib's erst. Immer hier auf dem Panzer, würde ich sagen. Ja. Hier den Bomber. Wieder weg. Raus mit dir. Artillerie. Ne, wir warten, bis die da hinten jetzt da unten durchkommen, weil das bringt mir sonst gar nichts. Auch nichts. Wir fangen hier schon mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja was hin. Was haben wir hier? Artillerie. Ja, der wird jetzt kommen. Aber das kann er ruhig. Und dann wird er sich hier eine blutige Nase ganz schnell holen. Ja. Sag ich doch. Zugekommen ist, dass der noch eingegraben ist. Was? Tschüss. So, du. Hier drauf. Hierhin. Oh, hierhin. Oh, hierhin. Oh, hierhin. Moment. War so. So, gehen wir erstmal hier drauf. So, den Panzer müssen wir jetzt auf jeden Fall beschäftigen. Mal mit ihm hier. Dann würde ich sagen, schicken wir jetzt die Luftwaffe. Hier runter. Den Aufklärer schicken wir. Infanterie hier lang. Okay, wir lassen es erstmal so. Kann auch ruhig machen. Gut. Dann. Ja, hier drauf. Machen wir das. Ja. Ja, wunderbar, passt. Fuck hier hin. So, der Jäger. Hier drauf.
Schwert drauf. Okay. Okay, die sind jetzt hier gleich durch, dann können die hier unterstützen. Dann go. Und tschüss. So, du. Hier hin. Du hier drauf. Ja. Gehen wir hier drauf. Der Bomber kommt drauf. So, du hier drauf. So. Hier hin. Hier hin. Pioniere gelangen, wunderbar. So, dann hätten wir die Linie auch zu. Okay. So, Artillerie hier lang, Aufklärer hier hin. Ja, und da unten um den kümmern wir uns dann in Ruhe. Ja, und ihr haltet hier weiterhin die Stellung, ist ja kein Problem. Und wir rücken weiter runter. Gebiet hier, ja. Jo. 5 Unterdrücker mit einem Artillerieschuss. Wahnsinn. So, Spuka. Hier hin. Perfekt. Bomber. Nur 2? Ja. Perfekt. So, der Bomber. Hier drauf. Ja, mach doppelt einen Kill. Machen wir das hier erst. 04, ja. Ja, komm. What? Komm, oh, das. Oh, ernsthaft jetzt.
natürlich kriege ich hier einen Schaden. Das ist unfassbar. So, Pioniereinheit hier drauf. Granadiere, haut den jetzt weg. Na komm, wir machen dann noch hin und auf Nummer sicher. Oh, der hat ihn gekillt, okay. Das war jetzt nicht so geplant. Okay, aber ist in Ordnung. So, Aufklärer. Ja, aber. So, dann geht der Stuka jetzt auf. Ziehen die Lufteinheiten jetzt. Ziehen wir. Dann Kavallerie schon mal, ja. Okay. Abgeschützt kann man ein bisschen nach vorne schieben. Ja. Go. Vier Schaden von einem polnischen Ding. Unfassbar. Unfassbar. Wenn ich hier hingehe, kann ich dich nochmal zurückziehen, ja. So, du hier drauf. Perfekt. Ball geht auf die Kavallerie. Gehen wir hier gemütlich runter. Und den Bomber schießen schon mal jetzt hier drauf. Und schon mal auf den Panzer hier. Und dann go. Okay, Artillerie. Panzer kommen wir hier lang. Die Einheit. Hier hin. So, die Stücke. Weiter auf die Kavallerie. Und du fangst schon mal an, jetzt ihn jetzt hier unter Zone zu drücken. Was? Aber. Und Schaden gemacht. Er ist schon besser gegen den Panzer geeignet, ne? Ja, ja. Viel besser. So, und... Was ist denn eigentlich pro Runde? 26. Das ist übel, das wird später richtig übel, das sehe ich schon kommen. Okay, hier drauf. Vielleicht kommt er jetzt rausgeholt. Nee. Eins muss man lassen, er ist stur und bleibt drin. Okay. Ja, weiter auf die Kavallerie. Das und den Doppeljäger hier drauf.
So, den haben wir jetzt auf 10 runter. Wunderbar. Müsste jetzt eigentlich hier aber auch gewesen sein, ne? Also hier ist nichts. Nee. Dann bomben wir den jetzt einfach hier. Dein Ernst, jetzt nur um mir 2 Schaden zu machen? Oh, gut, wenn du meinst. Geh hin. Hier drauf. So, dann du hier drauf. Hier eine andere Flaschmagie. Und was ich noch sehe. Bomber geschmissen. Bei dem Aufklärer kann man so lassen, aber hier will ich das. 18. Passt so. Irgendwas anderes holen. Auch schon. Ja, das können wir. Wunderbar. So. Bei 5, nee. Da schicken wir gleich noch eine Artillerie rüber und dann ist die Sache hier auch gegessen. Gut, ja, mal gucken, ob er rauskommt. Nö. Sorry, hier hin. Du kommst hier hin. So, Stuka. Du kommst mal hier hin als Stuka. Hier drauf. Beide hier drauf. Vielleicht kommt er ja raus. Und dann kommst du mal hier hinten dran. Dann gucken wir mal. Ja. Natürlich kommt er raus. So. Das können wir jetzt machen. Das ist in Ordnung, ja. So, du hast ihn hier weg. Da ist nichts. Drück jetzt mal auf. Und tschüss. Wunderbar. Wow, es ging ruckzuck. Also wenn ich bei meinem ersten, wo ich auf einen leichten Schwierigkeitsgrad das hatte, hatte ich da mehr Probleme. Okay, 21% noch dazu. Ist schon mal ziemlich gut. Aber 26%. Richtig. Also da, wenn du da kaufst, du hast jetzt wieder Polster oder kaufst ja dann wieder nach und dann bist du wieder im Minus. Oh, übel. Dann musst du noch reparieren. Ja, ne, das wird dann nachher nicht einfacher mit den Missionen. Da kriegst du dann immer weiter eins auf den Sack. Okay. Gut, Leute. Das war's von Polen Nord. Dann hätten wir hier auch beide durch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann geht's ab Richtung Norwegen. Bis dann und ciao.